Gott. Ich habe so viel Hoffnung in dich gehabt. It's gone. Du machst doch entspannt Yoga, mein Freund. Nicht mehr lange, das schwöre ich dir. Was ist denn los mit euch? All meine Hoffnungen und Träume zerstört durch ein kleines weißes Eichhörnchen. Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon bereits entnehmen könnt, dreht es sich in meinem heutigen Video um Puschke. Viele wollen ihn haben. Ich habe seine Amiibo-Karte damals gekauft, weil es für mich unmöglich war, in mehreren Villager-Huntings ihn zu finden. Aber ich muss sagen, dass er in letzter Zeit meine Insel ein bisschen nervig gemacht hat. Und in diesem Video erkläre ich euch, wieso. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und ich werde alles tun, um dieses Problem zu beheben. Let's go! Ich werde euch das Problem jetzt einmal demonstrieren. Wir gehen jetzt einfach mal so über meine Insel und reden mit meinen Bewohnern. Hallo, Barry. Oh mein Gott. Ich habe so viel Hoffnung in dich gehabt. It's gone. Dank Huschke sagen jetzt alle meine Bewohner husch husch. Es fühlt sich an, als würden meine Bewohner mich wegjagen. Husch husch. Oh mein Gott, Misuzu ist krank. Ich muss gehen. Also werden wir sie wieder gesund pflegen, damit es ihr wieder gut geht. Und dann kümmern wir uns weiter um die Bewohner. So, einmal Medizin für unsere liebe Misuzu. Ich mag Misuzu. Oh, Baby. Keine Sorge, Misuzu, es wird ja gleich besser gehen. Ja. Wie wir gesehen haben, hat Misuzu Stil. Sie lässt sich nicht einfach den Spruch von jemand anderem andrehen. Denn sie sagt Träumen und sie wird auch immer Träumen sagen, weil das ist total süß. Oh Gott, du machst doch entspannt Yoga, mein Freund. Nicht mehr lange, das schwöre ich dir. Dann gucken wir mal bei Gunnar vorbei. Ah, okay. Weber hat noch einen coolen Spruch. Das ist okay, den habe ich ihm gegeben. Romilie, weil Romilie ist mein Spitzname. Generell, ich finde es zwar cool, dass die Bewohner ein Eigenleben haben und selber miteinander reden und kommunizieren und sich gegenseitig die Sprüche mopsen, aber es gibt eine Grenze. Annette, oh, wo ist sie denn? Oh Gott, wo ist sie? Ach, da ist sie, mit dem Baum. Oh. Du wirst doch nicht auch so sein. Spar dir das Getue, Annette, ich möchte es nicht hören. Ich frage mich, was ihr euch dabei denkt. Roland. Roland, mein Freund. Oh, das tut gut. Roland ist ein guter Pinguin. Wo sind sie alle? Wo ist Lilly? Wo ist Shino? Wo ist Polunda? Wo sind denn alle hin? Ich habe Lilly gefunden. Ach, oh, sie hat zum Glück noch ihren eigenen Spruch und zwar Kröti. Das ist total süß, weil sie ein Frosch ist. Und sie ist generell total süß, deswegen. Das ist okay, Lilly. Was hat sie sich angeguckt, by the way? Kann ich das kaufen? Kann ich das für sie kaufen? Ich bin jetzt hier schon dreimal über diese Insel gerannt und finde Yoshino nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Wo ist Yoshino? Sie versteckt sich vor mir. Sie weiß ganz genau. Yoshino, wo bist du? Wo bist du? Ah, was ist denn los mit euch? All meine Hoffnungen und Träume zerstört durch ein kleines weißes Eichhörnchen. Als würde er mich ärgern wollen. So, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Polunda. Ach, Polunda. Polilol. Herrlich. Kommen wir nun zu Huschke, dem Übeltäter. Wie er da zwischen den Bäumen hockt und nachdenkt. Warte, er denkt nach. Nein, ich dachte, er will seinen Spruch ändern. Und dann hat er sich mit Gunnar gestritten. Hör auf mit deinem Huschhusch. Hör auf damit. Okay, ich liefere das Geschenk aus, aber nur Gunnar zuliebe. Nimm das, Huschke. Nimm das. Nimm das! Wir haben also gesehen, dass die Hälfte meiner Insel husch husch sagen. Und jetzt werden wir uns damit befassen, dieses Problem zu beheben. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt, ein bisschen rumgeforscht. Ich habe tatsächlich mit einer Time-Traveling-Methode versucht, ihn zum Nachdenken zu bringen. Aber das ist schwierig, weil man mit Time-Traveling immer nur erreicht, dass ein Bewohner ausziehen möchte. Und ich will ja jetzt nicht gleich, dass Huschke geht. Zumindest noch nicht. Ich habe zum Glück noch eine andere Methode gefunden und die hat mit unserer geliebten Melinda zu tun. Und zu ihr werden wir jetzt gehen und ihr unser Leid klagen. Laut Internetforen soll das dafür sorgen, dass die Sprüche von denjenigen, die sich den Spruch von Huschke genommen haben, wieder zurückgesetzt werden auf den alten Spruch. So, Melinda. Real Talk. Ich möchte mich beschweren.
Unternimm etwas, Melinda. Ich bitte dich darum. Alles klar. Ich danke dir, Melinda. Oh, bitte lass es funktioniert haben. Ich weiß nicht mehr, was ich sonst tun soll. Gunnar, du bist unsere Hoffnung. Was? Jetzt reicht's. Ich fühle mich dazu gezwungen, time zu traveln, um zu sehen, ob morgen immer noch alle diesen hässlichen Spruch sagen. Wir werden sehen, was passiert. Bis gleich. Nicht funktioniert. Ich bin am nächsten Tag angekommen und ich muss feststellen, dass alle nach wie vor husch husch sagen. Deswegen probiere ich jetzt eine etwas andere Methode und zwar, und das tut mir jetzt schon leid, werde ich mich jetzt über Barry beschweren, weil er ja husch husch sagt. Es tut mir so leid, Barry. Du weißt, dass ich dich ganz doll mag, aber hör auf, husch husch zu sagen. Ich bin so gespannt. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Barry, bist du noch da? Barry, wo bist du hingegangen? Du sollst doch nicht gleich weggehen. Du sollst nur ordentlich reden. Es tut mir leid. Komm zurück. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Barry sagt wieder Brumm. Oh mein Gott, er sagt wieder Brumm. Ist das schön. Das muss ich jetzt noch mit allen anderen machen. Es ist Gunnar. Gunnar bereitet mir Kummer. Du schaffst das, Melinda. Ich bin mir sicher, dass du sie überzeugen kannst, nicht mehr husch husch zu sagen. Nächster Bewohner. Yoshino. Und Annette. Annette ist so süß. Es passt einfach nicht zu ihr, dass sie husch husch sagt. Es passt nicht. Wir müssen die Ordnung von Magic Woods bewahren und wiederherstellen. Ich glaube, wir sind durch. Tom Nook macht seinen Sport da hinten in der Ecke. Den juckt das alles gar nicht. Solange der seine Sterne kriegt, ist da alles okay. Aber ich habe keine Schulden mehr bei ihm. Nächste. Besser als husch husch. Ganz ehrlich. Ich bin glücklich. Es hat funktioniert. Barry brummt wieder. Yoshino sagt wieder Okido. Gunnar wieder mit seinem sächsischen Akzent. Weste. Und Annette sagt wieder meh. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich fand es sehr erfolgreich. Ich bin super froh, dass meine Bewohner jetzt wieder normal sind und Huschke sich eingekriegt hat, denn dann kann ich mich auch wieder einkriegen. Vielleicht konntet ihr ja aus meinem Fehler lernen. Ich weiß jetzt für die Zukunft, wenn mich ein Spruch von einem Bewohner stört, muss ich mich über den Bewohner beschweren und nicht über den Bewohner, von dem er den Spruch hat. War übrigens sehr undeutlich beschrieben in den Foren. Nur so ganz nebenbei. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr, sehr glücklich und kann Huschke verzeihen, weil er ist ja doch süß. Und ich werde mich auch nochmal bei ihm entschuldigen dafür, dass ich ihn mit dem Netz geschlagen habe. Wenn es euch gefallen hat, liked doch gerne das Video. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal solche Probleme auf eurer Insel hattet oder schon mal einen Bewohner, auf den ihr extrem sauer wart. Bis bald. Ciao.